Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Der Andreas und ich sitzen in einer AIDA-Konditorei in der Neubaugasse im 7. Bezirk. AIDA ist so eine Kette mit mehreren Filialen in Wien, gibt schon seit 1913, also seit immer schon. Über die Geschichte der Konditorei steht noch was im Internet, das werde ich dann noch mal nachlesen genauer. Und ja, es gibt eben einige Filialen in Wien und in ganz Österreich, glaube ich, 29, also auch in Innsbruck, Graz und anderen Städten. Und ich habe heute gegessen eine Topfengulatsche und der Andreas eine Schwarzwälder Kirschtorte mit Kaffee. Und ja, diese Filiale ist prinzipiell sehr nett. Wir sitzen draußen, es ist aber nicht ganz leise, weil daneben halt die Neubaugasse, Busse vorbeifahren, die Autos, viele Leute vorbeigehen. Und ja, es gibt auch im ersten Bezirk am Stephansplatz die Filiale, die ist immer bummvoll. Da sind halt natürlich auch viele Touristen. Ist dort natürlich auch schöner zu sitzen, aber wirklich sehr laut und bummvoll. Und gibt aber auch ein paar Filialen, die vielleicht ein bisschen ruhiger noch sind. So, jetzt übergebe ich einmal dem Andreas das Wort, weil den musste ich ja eigentlich überreden, hierher zu kommen. Ja, Claudia musste mich überreden, hierher zu kommen, weil ich war schon ewig lang nicht mehr in der AIDA. Und jetzt warte ich mal kurz, es ist gerade ein bisschen laut. Und ja, ich war schon ewig, also Jahre, kann man schon sagen, viele Jahre, weil ich fand hier in der AIDA, dass die Tortenstücke einfach zu klein waren, viel zu klein. Also man hatte, ich hatte geradezu Angst oder sowas, wenn ich die berühre, dass ich mich dran schneide, so dünn und spitz liefen die zu. Ja, und Claudia hat mich jetzt überredet, jetzt doch mal wieder hinzugehen, eben jetzt für den Podcast. Und sie hat auch gesagt, ich darf frei sprechen, sonst wäre ich auch gar nicht mitgekommen. Aber ich muss das mit der Torte etwas revidieren, weil sie sind anscheinend wieder größer geworden. Also, dass mein Appetit kleiner geworden ist, das ist nicht so, das weiß ich. Das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der mich kennt. Nee, die Torten sind etwas größer geworden und geschmacklich kann man überhaupt nichts sagen. Also schmeckt wirklich gut. Also so, dass man gerne auch ein zweites Stück essen würde. Wobei die Größe der Torte, sie ist jetzt nicht so übermäßig groß, dass man zwei Tortenstückchen nicht schaffen würde. Also das würde noch ganz locker gehen. Ja, zum Kaffee, ja, da kommt man damals und auch heute, kann man gar nicht meckern. Also das ist eine schöne große Tasse und der Kaffee, der schmeckt wunderbar. Ja, und hier in der Filiale, Claudia hat schon gesagt und ihr hört das ja auch, es ist ein bisschen laut hier ab und zu in der Neubaugasse, aber es lohnt sich allein wegen der Bedienung, ausgesprochen nett. Also ich finde der Kaffee sehr, sehr gut und ich habe mal gehört, dass sich hier die Geister scheiden. Die einen finden ihn total gut hier und die anderen mögen ihn eher nicht so. Weiß nicht, ob das stimmt, habe ich mal gehört. Mir schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, und zum Sortiment. Also es gibt Torten, zum Beispiel die Schwarzwälder Kirschtorte, die der Andreas gegessen hat, oder Malakoff-Torte, Mozart-Torte oder Plundergebäck, zum Beispiel die Topfengulatsche oder Cremeschnitten sind auch sehr bekannt für die AIDA. Und Nussbeugel habe ich schon selber öfter gegessen. Und als wir dort waren, gab es auch Brötchen, und zwar mit Schinken, Lachs oder Ei. Die Geschichte der Kaffeekonditorei ist auch schon sehr lang und interessant. Und da wird mein Vater jetzt den Text von der Webseite vorlesen. Josef Brusek wurde 1883 in Nordböhmen geboren. Nach seiner Ausbildung zum Konditor, oder wie es damals liebevoll genannt wurde, zum Zuckerbäcker, zog er nach Wien, um sein Wissen im Süßwarengeschäft Bonsaing und Sands zu erweitern. In Wien traf er seine zukünftige Frau Rosa, die er 1912 heiratete und 1913 zusammen mit ihr die Konditorei Bonsaing und Söhne kaufte und leitete. Einige Jahre später, 1921, starteten sie die Produktion in Wien 9 in der Porzellangasse. Aus dem einst kleinen Süßwarenladen wurde die Schokolaterie und Großkonditorei AIDA. Die Produktion sollte 53 Jahre lang bis ins Jahr 1974 dort beheimatet bleiben. So mancher Anrainer erinnerte sich noch Jahre später an den feinen Duft von frischen Strudeln und Gulatschen am frühen Morgen in der Porzellangasse.
In den folgenden Jahren wurden Niederlassungen in der ganzen Stadt eröffnet. 1931 in der Marie-Hilfer-Straße, 1932 in der Bognergasse. Bis zum Jahr 1939 eröffneten 11 AIDA-Filialen in Wien. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen Vater und Sohn wieder an die Arbeit und bauten Filiale für Filiale wieder auf. In der Nachkriegszeit wurden in der wiedererrichteten Produktion in der Wiener Porzellangasse für die US-amerikanischen Soldaten Donuts und Eiscreme gefertigt. Der Fortbestand AIDAs war gesichert. Bereits 1946 konnten weitere Filialen durch Felix Brussig eröffnet werden. Er war es auch, der die in Italien gesehene Idee des schnellen Kaffees mit Torte nach Wien brachte. So wurde die erste Espressomaschine Österreichs 1946 in der AIDA-Filiale in der Wollzeile in Wien 1 in Betrieb genommen. Eine wahre Innovation, die zu großer Begeisterung bei der Wiener Bevölkerung führte. Die kommenden Jahrzehnte prägte Felix Brussig durch Eröffnungen von AIDA-Filialen in ganz Wien. So wurde die Produktion in der Porzellangasse zu klein, um der großen Nachfrage weiter nachkommen zu können. 1974 wurde eine Produktionsstätte in der Schöntaler Gasse in Wien 21 eröffnet. Bis heute werden hier Tag für Tag bis zu 3 Tonnen feinster Wiener Konditorwaren großteils von Hand erzeugt. Bereits 1982 trat die dritte Generation mit Sohn Michael Brussig in das Wiener Traditionsunternehmen ein. Gemeinsam mit seinem Vater Felix wurde weiter erfolgreich an dem Ausbau des Filialnetzes gearbeitet. Michael Brussig erweiterte das Produktportfolio AIDAs um einige der besten Produkte. So erfand er 2005 die so sehr beliebte Mozart-Torte. Nach Absolvierung des Wirtschaftsstudiums trat 2015 mit Dominik Brussig die vierte Generation in das Familienunternehmen ein. Dominik Brussig innovierte weitere Produkte und forciert die stete Expansion in Wien und ganz Österreich. In der Produktionsstätte in der Schöntaler Gasse kann man auch Bruch kaufen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst, aber ich habe gestern eine Episode von dem Podcast Erzähl mir von Wien gehört und da ist es um den 21. Bezirk gegangen und Produktionen und Geschäfte und Betriebe aus dem 21. Bezirk. Und da wurde das erwähnt, dass man bei der AIDA eben in der Schöntaler Gasse auch Tortenbruch oder Cremeschnittenbruch kaufen kann. Dazu habe ich jetzt keine näheren Informationen oder Preise im Internet gefunden. Ich hoffe, dass das noch aktuell ist. Ja, also ich finde, die Kaffeekonditorei AIDA ist genauso typisch für Wien wie auch die Konditorei Oberla und ein Besuch dort auf jeden Fall empfehlenswert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info.